Hallo, ich bin David Tober. Ich bin die Synchronstimme von Shia LaBeouf und unter anderem auch Ansel Elgort aus Baby Driver. Doch mit dem ersten Strahl der Märzsonne tauchen sie dutzendweise in leichten Kleidern und hohen Absätzen in den Straßen auf. Es ist so, als hätten sie sich ein Geheimwort zugeflüstert oder wollten sie mobil machen. Wie bist du zum Synchron gekommen? Das ist eigentlich ganz kurz erzählt. Mein Vater hatte früher eine Synchronfirma und so bin ich dann damit groß geworden. Der hat mich irgendwann eingeladen oder hat mich gefragt, ob ich das mal machen will. Und dann habe ich als kleiner Junge gesagt, ja, das gucke ich mir mal an, ich mache das. Und so kam ich dann dazu. Ja. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ich meine, dass das ein Zeichentrickfilm war, der Little Nemo hieß. Da muss ich vielleicht so 8, 9 gewesen sein. Zeichentrickfilm, lief damals auch im Kino. War eine große aufregende Sache für mich, weiß ich noch. Aber ja, das war so mein erster Film, den ich gesprochen habe. Habt ihr in der Familie auch privat viel über Synchron und Schauspiel gesprochen? Damals, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, muss ich sagen, weil es zu lange her ist. Aber eigentlich komme ich aus einer Musikerfamilie. Da waren immer alle Musiker. Deswegen gab es da immer schon so einen künstlerischen Touch irgendwie. Aber wirklich über die Arbeit, speziell über Synchron, wurde als Kind eigentlich nie viel drüber gesprochen. Nein. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Shia LaBeouf? Es gab damals einen Film, I, Robot, mit Will Smith. Und da hatte er eine kleine Nebenrolle. Und da habe ich den gesprochen. Und da das halt ein größerer Kinofilm war, der dann auch recht erfolgreich war, war das dann halt Zufall, dass es sich dann so ergeben hat, dass er Shia LaBeouf auch in anderen Filmen oder dann größere Rollen gesprochen hat. Und da haben die Synchronfirmen dann angerufen und haben gesagt, ey, du hast den doch da bei iRobot gesprochen, sprich den mal weiter. Hast du ihn seitdem immer gesprochen, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann nicht sagen, woran das lag. Vielleicht war es mal, dass man mal im Urlaub war oder so, dass man einfach keine Zeit hatte. Und dann gab es da 2, 3 Mal oder vielleicht auch öfter noch mal eine andere Stimme. Aber später dann eigentlich immer. Was macht das Spiel von Shia LaBeouf aus? Dass er sehr verrückt sein kann, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass er die Themen und die Rollen, die er spielt, sehr ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, was Besonderes. Du hast ihn in Oliver Stones Wall Street, Geld schläft nicht, gesprochen. Erzähl mal von den Synchronaufnahmen. Die Aufnahmen, an die kann ich mich sogar noch ganz gut erinnern, weil das halt so ein Thema war mit Börse und Aktien. Und das hat mich privat auch immer so ein bisschen interessiert. Deswegen habe ich das auch ganz gut verstanden, worum es da ging. Es hat Spaß gemacht und Axel Malzacher hatte damals Regie gemacht. Und der weiß genau, wo er hin will, der weiß genau, was er will. Also es war schon schön, es hat Spaß gemacht. Wie gefiel dir Shia LaBeouf in der Hauptrolle des Sam in den Transformers-Filmen? Gut, er hat sehr schnell gesprochen. Aber lustig, ja. Auf jeden Fall ein lustiger Charakter. Hast du die Filme selber gesehen? Ja. Auch im preisgekrönten Film American Honey spielt Shia LaBeouf mit. Wie fandest du den Film? Ich fand ihn gut, weil das damals mal was ganz anderes war. Es war einer der ersten Filme, die halt mal was ganz anderes waren als diese Transformers Mainstream und wir wollen hier viel Geld verdienen. Da war das halt nicht so. Da war das halt eher alles, ich glaube, da ging es ums Schauspiel und nicht und um einen schönen Film zu drehen und nicht darum, viel Geld zu verdienen. Dein Lieblingsfilm mit Shia LaBeouf? Disturbia. Definitiv Disturbia. Worum geht's da? Ein Junge, der in einem Haus eingesperrt wird mit einer Fußfessel, der seine Nachbarin beobachtet, weil er die ganz hübsch und interessant findet und dann feststellt, dass er einen Nachbarn hat, der einen Mord begeht. Oder der ein Mörder ist im Prinzip. Du hast mit Synchron angefangen, als noch nicht geixt wurde. Wie hat sich die Branche über die Jahre verändert? Es ist ein bisschen langweiliger geworden. Und viel schneller.
früher saßen wir zusammen im Studio, haben dann immer gesagt, ey, jetzt bist du dran. Oder man ist dann selbst weggegangen und hat sich hingesetzt. Und so ist man auch zusammen groß geworden mit den ganzen anderen Sprechern, die es jetzt ja zum Teil auch noch gibt. Und ja, so kannte man sich sehr gut. Und heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so. Man begegnet sich dann auf dem Flur oder auf dem Parkplatz von irgendeiner Firma und unterhält sich. Und das ist ein bisschen schade, dass sich das so verändert hat. Auf der anderen Seite kann man jetzt halt viel, viel schneller und viel, viel mehr arbeiten. Ob das gut ist, sei dahingestellt, aber das sind so die Unterschiede. Du führst auch Synchronregie. Was sind die Vor- und Nachteile des Xens aus der Sicht eines Synchronregisseurs? Ich würde sagen, die Nachteile sind, dass man halt nicht die Anschlüsse direkt hört. Als Sprecher nicht und auch in der Regie nicht, außer es wurde halt schon aufgenommen. Dann hört man es ja und dann kann man darauf eingehen, dann kann man sagen, in der Regie, der, den wir schon drauf haben, der war ein bisschen lauter, ein bisschen intensiver, leiser oder irgendwas. Ja, und das hat man alles nicht, wenn jetzt geixt wird. So. Wenn man das alles zusammen aufnimmt, dann können die Sprecher oder ich selbst natürlich auch direkt darauf eingehen, wie hat der andere das gemacht und dann passen die Anschlüsse halt, dann hört sich das automatisch wie ein Gespräch an. Und das ist manchmal ein bisschen schwer hinzukriegen in der Regie, dass die da auch miteinander reden im Bild, weil man die halt anleiten muss, was sie, wenn nicht geixt wird, von alleine machen. Du synchronisierst auch oft Josh Peck. Was macht sein Spiel aus? Das ist ja immer ein Witzbold ist eigentlich. Also so kommt es für mich immer rüber, dass er immer recht lustige Rollen spielt. Und also ich finde, die Sachen ähneln sich immer sehr oder gehen oft in die gleiche Richtung. Für mich immer was Lustiges eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, mir fällt jetzt speziell keine Rolle ein, wo er jetzt mal was ganz Ernstes gespielt hat oder irgendwas, was so gar nicht in sein Genre passte. Was ist die Herausforderung am Synchronisieren? Das zu übernehmen, was die im Bild tun. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Also, ja, man muss ja da den Rhythmus abnehmen, wie die sprechen, die Lautstärke, das Spiel und solche Sachen. Und ich glaube, das ist speziell auch mit dem Rhythmus die größte Herausforderung. Oft, wenn die jetzt im Bild eine Rolle spielen, wie sie jetzt selbst sind, dann finde ich, dann ist es jetzt nicht so was Besonderes. Aber wenn im Bild oder in dem Film was gespielt wird, was halt was sehr Spezielles ist, sagen wir einen depressiven Menschen oder so, das ist dann auch eine Herausforderung. Also das ist schon dann manchmal nicht so leicht. Bist du jemand, der mitleidet mit seinen Rollen? Mm-mm. Also es gibt natürlich, gibt es zwischendurch Szenen, die sind dann ergreifend und das ist auch so, dass ich sage, oder, stimmt, das ist traurig, aber wenn der im Bild weint, dann weine ich nicht. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel. Obwohl es bestimmt welche gibt, die das machen und dann kommt es natürlich extrem echt auch rüber, aber ich weine nicht. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Michael Angarano? Das war bestimmt auch wieder eine Sache, wo man durch Zufall einen jungen Menschen synchronisiert. Dann ergibt sich das so, dass die weiter drehen und dann macht man das immer wieder. Aber was da so die speziell erste Rolle war, weiß ich nicht mehr. Hast du jemals mit einem anderen Beruf geliebäugelt? Ja, ich wollte eine Zeit lang Börsenmakler werden oder was mit Finanzen machen, aber dafür hätte ich dann damals nach Frankfurt gemusst und hätte da eine Ausbildung machen müssen. Da es ja aber schon Synchron gab in meinem Leben, habe ich das dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich das und das macht mir auch Spaß. Und dann bin ich halt nicht aus Berlin weggegangen. Eine Zeit lang hatte ich dann noch überlegt, VWL zu studieren, auch dass man irgendwie in die Richtung geht, aber es gibt ja viele oder gab viele Wartesemester bei mir und dann habe ich das wieder verworfen. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Ansel Elgort? Das war, wir haben damals eine Trilogie aufgenommen von einer Buchverfilmung. Wie hieß das denn nochmal?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Und so kam das dann, dass ich den da gesprochen habe. Und danach gab es ein, zwei andere Filme, die ich gesprochen habe. Und ja, so hat sich das dann genau wie bei den anderen ergeben. 2017 spielte Ansel Elgort die Hauptrolle in Baby Driver. Erzähl mal von den Aufnahmen. Das war ganz lustig. Das war bei der BSG. Da hat Sven Hasper damals Regie gemacht. Und das war halt ein lustiger Film und ein actionreicher Film. Und dann mit Jamie Foxx, der hat ja da auch mitgespielt und so. Der macht ja immer ganz coole Filme. War super. Ja, lustiger Film. Also, und der kam ja dann auch ganz gut an. Was zeichnet sein Spiel aus? Sehr unterschiedliche Rollen. Und sehr emotionale Filme zum Teil, würde ich sagen. Also, ich habe ihn ja nicht immer gesprochen in allen Filmen, aber die, die ich gemacht habe, waren sehr, ja, emotional auf jeden Fall. Also, ist nicht einfach mal irgendwas, was er da macht. Welchen deiner Schauspieler sprichst du am liebsten? Ja, Shia LaBeouf. Hast du ihn mal persönlich getroffen? Ich weiß nur, es gab mal eine Premiere. Ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, das war Transformers. Da war er auch da, aber man sitzt ja dann vorher schon in den Kinosälen und wartet drauf, dass der Film losgeht. Und dann kommen ja meist erst die Stars, die über den roten Teppich laufen. Und da saß ich schon im Kino und dann sieht man es auf der Leinwand und sagt dann, aha, aber nicht mit Handschütteln oder irgendwie so. In der Anime-Reihe Kizumonogatari sprichst du die Hauptrolle Koyomi Araragi. Worum geht es in den Filmen? Da geht es um einen jungen Schüler, der in seiner Schule ein Mädchen kennenlernt, die er auch richtig toll findet. Und die erzählt ihm von einem Vampir, der da wohl irgendwie in der Stadt sein, was soll man sagen, Unwesen treibt. Und das findet er dann ganz toll und stürzt sich da drauf und sagt, jetzt muss ich mal gucken, was da so alles passiert. Und dann passieren da auch viele Dinge, zum Teil auch blutrünstige Dinge. Was macht den Reiz an der Synchronisation von Anime aus? Dass es was völlig anderes ist als das, was wir machen, wenn wir reale Menschen synchronisieren. Da ist es immer... Bei Animes ist es halt immer ein bisschen überzogen und geht in eine zum Teil ein bisschen verrücktere Richtung. Und es ist halt eine ganz andere Art zu synchronisieren. Also ist leichter oder schwerer? Teils, teils. Also es gibt Szenen, die sind leichter und das, weil es halt Zeichentrick ist. Und es gibt welche, die sind aber auch ein bisschen komplizierter mit den ganzen Pausen, die die manchmal machen, weil es halt gezeichnet ist und die Laute, die die manchmal machen, was ja bei Anime sehr gerne gemacht wird, verrückte Laute, und das ist schon manchmal kompliziert, ja. Du hast auch die Anime-Rolle Chess Princeton aus Yu-Gi-Oh! GX gesprochen. Wie waren die Aufnahmen dazu? Boah, also das mit Chess Princeton, das ist ja super lange her, ne? Und aber das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, weil das war immer so ein bisschen mystisch und hat so böse gesprochen und solche Sachen. Aber das war eine sehr schöne Rolle. Also kann ich jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Die können sehr unterschiedlich sein. Manchmal arbeitet man nur von 14 bis 16 Uhr und manchmal arbeitet man von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Man spricht natürlich nicht durch, weil so lange ist man nicht in einer Synchronfirma, sondern man ist dann in verschiedenen und fährt von A nach B nach C. Aber man kann es pauschal gar nicht sagen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wie unterscheidet sich die Synchronisation von Serien und Kinofilmen? Die sind sogar sehr gravierend und ja, sehr große Unterschiede. Bei Serien hat man das Gefühl, dass man keine Zeit hat und es wird Take für Take für Take für Take für Take gemacht. Dass man halt vorankommt und das abarbeitet. Und bei Kinofilmen oder auch
bei manchen, ich sag jetzt mal Arthouse-Filmen oder so, ist viel mehr Zeit da und dann kann man sich viel mehr Mühe geben und kann sich den Take auch nochmal anhören und nochmal und man kann hier noch ein bisschen feilen und noch da ein bisschen gucken, dass man das verbessert. Also Thema Zeit spielt eine große Rolle und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Serien und Film, also Kinofilm. Gab es für dich als Synchronregisseur eine Produktion, die etwas Besonderes war? Ich habe jetzt gerade eine Serie gemacht für Netflix, Top Boy heißt die. Ist eine englische Serie, die in einem Vorort von London spielt mit Drogendealern und Gangs, die gegeneinander kämpfen. Das war schöne Arbeit, das hat Spaß gemacht. Da konnte ich mit coolen Leuten zusammenarbeiten und das war ist cool. Ich glaube, es ist auch ganz gut geworden, ist jetzt gerade aktuell eigentlich. Das hat Spaß gemacht, also. Das war eine schöne Serie. Welche Aufgabe hat ein Synchronregisseur? Den Leuten Anweisungen zu geben und ich hoffe, dass sie das machen, was ich ihnen sage. Und ich freue mich immer sehr, wenn sie es machen oder wenn ich probiere mit möglichst wenig Worten denen was zu erklären und die verstehen mich sofort. Und das muss ich machen. Glaubst du, dass es von Vorteil ist, wenn ein Synchronregisseur vorher selbst gesprochen hat? Ich würde sagen, ja. Speziell, was ich gerade gesagt habe, wegen dieser Sprache, die man manchmal da, das ist auch manchmal vielleicht so eine Art Insidersprache, die man da führt. Und wenn man selbst spricht, dann weiß man, was man von dem Regisseur hören will, wenn man was anders machen will. Und wenn man das in der Regie dem Sprecher auch sagt und er versteht einen, dann ist es halt, wenn man sozusagen die gleiche Sprache spricht. Und das kann dann helfen, wenn man selber spricht, ja. Was fasziniert dich am Synchron? Dass man amerikanische Filme und französische Filme, Filme aus anderen Ländern auf Deutsch gucken kann und man muss sie nicht mit Untertiteln gucken. Und das ist super. Ich glaube, das ist in Deutschland oder eine ganz tolle Sache für Deutschland, dass wir halt uns nicht darauf konzentrieren müssen, in Untertitel zu lesen, sondern dass wir den Film gucken können und er ist deutsch. Und für dich persönlich als Synchronschauspieler? Ich würde sagen, das ist die Kombination so aus vielen Dingen, dass man halt verschiedene Orte hat, wo man arbeitet, verschiedene Menschen hat, mit denen man arbeitet, verschiedene Projekte macht, Serien, Filme, DVD-Sachen und so. Ich glaube, das macht mir halt Spaß, dass ich nicht einen Bürojob habe, wo ich jeden Tag hingehe und meine Sachen abarbeite, einen Stempel drauf, fertig, sondern dass es eine Sache ist, die jeden Tag unterschiedlich ist. Dein Tipp für angehende Synchronsprecher? Den würde ich raten, in Studios zu gehen und die Regisseure, die gerade ein Projekt betreuen, dass sie diese Regisseure fragen, ob sie zugucken dürfen, wie die Profisprecher das machen. Weil, was wir vorhin gesagt hatten oder wo wir darüber gesprochen hatten, durch dieses ganze Geixe heutzutage stehen die Sprecher nur oft alleine da. Und die haben keinen Vergleich. Die wissen selbst nicht, wie sie es machen müssen. Und wenn man aber zu zweit im Studio steht, dann kann man sich Sachen abgucken und kann es nachmachen oder man sagt, ey, das ist ja ein ganz guter Trick und so. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo zuzugucken bei einem Profisprecher, dann kann das denen, glaube ich, helfen. Und das bringt, glaube ich, die meisten Sprecher weiter, als wenn sie im Ensemble sind und da mit anderen Leuten zusammen vor Mikrofon stehen. Ja, und was man halt immer sagt, Übung macht den Meister, ne? Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Gab es bestimmt. Ich würde jetzt zwar nicht sagen, den finde ich ganz toll oder den, speziell nicht von den älteren Leuten, weil damit hat man als kleines Kind, wenn man das so lange oder wenn man den Weg geht und das so lernt, hat man mit den älteren Leuten ja auch gar nicht so viel zu tun, aber es gab natürlich immer Vorbilder, die man hat. Das sind jetzt nicht die, die 40 Jahre älter sind, sondern das sind immer die, die eigentlich 10 Jahre älter sind. Davon gibt es bei uns ein paar, ich sag mal, Granaten in der Branche, wo man
früher noch mehr hingeguckt hat als jetzt. Aber selbst wenn man es jetzt macht, ist es immer noch richtig, denen zuzugucken, weil die wissen ganz genau, was sie tun. Und von denen konnte ich mir viel abgucken. Und ja, das ist halt super. Von denen konnte man viel lernen, ja. Schaust du dir die Sachen an, bei denen du mitgearbeitet hast? Also es gibt manchmal Filme und Serien, wo man denkt, ja, das finde ich schön, das gucke ich mir bestimmt mal an. Aber mittlerweile wird man ja auch so überschüttet mit Filmen und Serien. Und da kommt man gar nicht mehr dazu, sich dann speziell was auszudenken. Aber ja, wenn es irgendeinen Kinofilm gibt oder so eine tolle Serie, wo die Leute vielleicht sogar schon vorher drüber reden, ey, es kommt bald ins Fernsehen. Wenn man da dann mitspricht und sich das dann anguckt und es ist gut geworden im Endeffekt, dann freut man sich natürlich umso mehr. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Ich weiß noch, ich stand irgendwann mal mit Marius im Atelier, da waren wir noch ganz jung. Und er hat den Take nicht hingekriegt. Und wir hatten vorher, war im Atelier ein anderer Sprecher, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war ein älterer Herr. Und der war, ja, ich würde es nicht sagen eklig, aber das war ein älterer Herr. Und der hat vor uns gesprochen, genau. Und dann hat Marius irgendeinen Take, da haben wir noch zusammen gesprochen. Also es ist wirklich lange her. Marius Clarin. Marius Clarin, genau. Und dann hat Marius den Take nicht hingekriegt. Und dann hat Marius in das Buch rein, wir haben immer diese Ringhefter und da sind ja diese Alu-Dinger und dann hat Marius, weil er es nicht geschafft hat, da reingebissen und hat gesagt, ah, scheiße, und dann habe ich zu ihm gesagt, Alter, da hat der alte Mann vorhin auch reingebissen, ne? Und das war natürlich, das fand er dann richtig eklig, ich habe das dann relativ schnell aufgelöst, ich sag, du, das war nur ein Spaß. Ja, ist sehr lange her, aber sowas ist halt lustig, wenn man so eine Sachen mal hat und wenn man sich auch so lange erinnern kann, ich glaube, ich muss so 12 gewesen sein und er war vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war er 15 oder 16. Ja, sowas.